Letzter Spieltag in der Hauptrunde, die Grizzlies aus Wolfsburg zu Gast beim zweiten in Ingolstadt. Die Mannschaft von Mike Stewart, zuletzt 5 Siege in Folge und noch alles drin zwischen Platz 3 und Platz 6 bei Ingolstadt. Vor den Augen von Vater und NHL-Legende Cliff. Ty Ronning zum Panther des Monats gekürt und er ist der Daddy des Monats. Matt Bodie, Sohn Hudson. Vor wenigen Tagen kam der Sohnemann zur Welt. Gestern angekommen, musste zuvor den Flughafen wechseln in New York und über Madrid ging es rein in das Spiel gegen Wolfsburg. Und die erste richtig gute Möglichkeit hatte Jerome Flacke im Powerplay. 8. Spielminute. Und danach ging es zum ersten Mal emotional zur Sache. Der Rebound auf der Kelle von Mirko Höflin und Flacke mit dem Abschluss. Aber Poggi sicher. Immer wieder Ingolstadt im Vorcheck, setzte Wolfsburg unter Druck. Dann der Fehlpass und Mirko Höflin wieder in Aktion. Bittner schickt den Puck auf die Reise und sowas immer gefährlich durch die eigene Mitte. Aber Poggi wieder da. Auf der anderen Seite, Wolfsburg brauchte ein bisschen, um gefährlich in die Begegnung zu kommen. Aber dann der Pass für Machacek, Top-Torjäger der Grizzlies. 27 Saisontore, scheitert hier an Kevin Reich. Also beide Male die Backup-Goalies in diesem Spiel zwischen den Pfosten. Die letzten 5 Minuten waren angebrochen. Faeser sieht's dort. Zum ersten, zum zweiten und dann klingelt es. Der zweite frisch gebackene Papa bei seiner Rückkehr, Frederik Storm, Vater einer Tochter geworden und hier Torschütze zum 20. Mal in dieser Saison. Eröffnete in der 16. Spielminute nach Pass von Justin Faeser ging es unter dem Fanghandschuh von Justin Poggi vorbei. Knappe Führung also für Ingolstadt nach den ersten 20 Minuten. Hinein ins zweite Drittel und sofort immer wieder die Tiefe gesucht bei Ingolstadt und das 2:0. Und diesmal ganz umgekehrt. Storm für Faeser und der trifft, weil Wolfsburg spät wechselt, weil Jobke die Situation schnell erkennt und weil Storm den Pass perfekt timed aufs Tape von Justin Faeser. 9. Saisontreffer für den 30-Jährigen, der sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison das Trikot der Grizzlies tragen wird. Und wieder Ingolstadt, immer wieder mit flotten Umschaltmomenten. Hier Bertrand im zweiten Versuch und wieder zappelt das Netz. 35. Mirko Höflin. Und für den war es ein besonderes Tor. Mirko Höflin, er hatte dieses Third Jersey, dieses Trikot-Design. Zuvor gab es 2 Niederlagen, heute beim 3. Einsatz. Traf er sogar selber zum 3:0 und brachte den ERC Ingolstadt nach 40 Minuten auf die Siegerstraße. Trotzdem, den Grizzlies, den war immer noch nach Feiern zumute, weil sie wussten, ihre Mannschaft, die hat Moral und die kam auch gut raus aus der zweiten Pause mit einem frühen Vorcheck, mit Braun, mit Archibald, aber Kevin Reich mit einer herausragenden Vorstellung an diesem Nachmittag in seinem vielleicht letzten Einsatz als ERC-Goalie. Dann wieder Powerplay Ingolstadt und dann kommt die Scheibe wieder zu Höflin. Der schickt den Puck auf die Reise für Pieta, für Bertrand. 4:0, die Vorentscheidung. Charles Bertrand, 16. Saisontor und so unglaublich wertvoll im Powerplay. Dort traf er bereits zum 6. Mal für Daniel Pieta, was der 700. Hauptrundenpunkt in seiner Karriere. Und trotzdem gab Wolfsburg nicht auf, versuchte nochmal zurückzuschlagen hier mit Dustin Scheffe. Und schauen Sie mal auf den Pass für Zajac. Was ein Tor, was eine Vorbereitung. Das 4:1, Nolan Zajac, punktbester Verteidiger, wieder erfolgreich. 8. Saisontreffer zum Schlusspunkt, zum 4:1 Endstand. Zumindest der Ehrentreffer für die Grizzlies aus Wolfsburg an diesem Nachmittag. Danach passierte nichts mehr. Ingolstadt hütet den Sieg ein und im Anschluss die Frage natürlich an Head Coach Mark French, wen er sich denn jetzt in den Playoffs wünscht. I don't think you'll get me on that one. You know, sitting where we are, it makes it a little bit more of a challenge to prepare, because we don't know who we're going to face. So
a little bit more work for the coaching staff to kind of break up some teams that possibly we could see. Wir haben eine sehr gute Saison bis jetzt gespielt. Mit Champions League und der Hauptrunde jetzt. Wir haben ein bisschen Momentum-Kick heute gebraucht und das, wir hatten unsere Chancen früher im Spiel gehabt. Natürlich, Ingolstadt ist ein guter Gegner, aber ich meine, ich kann meine Jungs nicht vorwerfen. Die Saison war lang, es war schwierig. Und trotzdem bleibt Wolfsburg wegen der Niederlage nach wie vor auf Rang 5, trifft im Player-Viertelfinale jetzt auf Straubing. Ingolstadt muss auf die Ergebnisse der ersten Runde warten. Als Gegner kommen Düsseldorf, Bremerhaven und Nürnberg in Frage. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.